Okay. Ja, hallihallo wieder. Die Fabulous Pärchen Podcast heute wieder live für euch. 13 Uhr. Es ist Freitag, kurz vor dem Wochenende. Und es gibt heute American Street Food as it best. Wir haben die Metropolen in den USA hoch und runter besucht und uns das Beste rausgesucht für euch. Hummer ist heute ein Thema. Wer ist dran? Ich begrüße euch aber trotzdem nochmal. Nee, erstmal den Hummer. Pass auf, erstmal Hummer. Der ist erstmal reif. Zack. Er ist knackt. Also der war schon tot, ne? Ist klar, ne? Also tatsächlich haben wir den aus dem Altersheim geholt und der ist quasi dort verstorben. So, hier haben wir gesehen ein Weibchen. Ein Weibchen. Ein bisschen Ogen hier, das knacken wir jetzt hinweg. Fleisch rausholen. Ich finde das sehr interessant, mal zu sehen, wie das gemacht wird. Ja. Schrott, Schrott, Schrott. An so einem Hummer, also das ist ein kleiner Hummer jetzt, ne? Der hat jetzt nicht so viel, aber das reicht für uns heute. Wir wollen ja auch nichts wegwerfen. So, einmal, zweimal. Schere. Knacken. Und da haben wir hier, da fast in den Scheren ist fast mehr drin als im Rumpf. Ja, ist so. Ja, ja. Knacken, raus mit dir. So, dann wollen wir euch jetzt einmal herzlich begrüßen hier bei den Fabulous Pets Podcast. Ich bin der Bob, da ist der... Der Olli, schöner Hut übrigens. Allerdings, ja, ne? Steht dir gut. Ja, heute ist Landpartie wieder hier auf Burg Dattenfeld. So, was haben wir heute für euch? Lecker auf dem Land hier. Erzähl Olli, was hast du mit? Also ich habe heute zwei oder drei Rezepte, je nachdem, ob der Ralf mir noch ein bisschen Hummer überlässt. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich ein schönes Steak-Sandwich machen. Und zwar eins, was ich bei Abe's Grill in Mississippi gegessen habe. Und zwar oben an der nördlichen Grenze von Mississippi. Das ist im Prinzip ein Burger und da drauf ist ein ganzes Ribeye. Und der Zauber dran liegt natürlich, dass das Ribeye echt dünn war. Also hier so 5 mm dick. Das wird gleich auf der Feuerplatte richtig kräftig angebraten. Das kriegen wir natürlich nicht Medium oder Medium Rare hin, sondern braten das von beiden Seiten richtig kräftig an, dass es eher so eine Art Bacon ist. Sowas wie BLT, ein Bacon mit, also ein Sandwich mit Bacon, Tomate und Salat. Nur das Ganze halt mit einem Ribeye, ein bisschen bessere Variante halt. Super lecker, ganz einfach zu machen, echt geiler Hit. Und man braucht wirklich nur 50 Gramm Ribeye pro Sandwich, das reicht dicke. Dann werde ich noch ein zweites Sandwich machen. Und zwar ein Pimento Cheese Sandwich. Pimento Cheese ist hier leider nicht so geläufig, wie es sein sollte. Ist eine Mischung aus Frischkäse, Mayonnaise, Cheddar-Käse und ein paar Gewürzen. Kommt dann auf ein Sandwich drauf, wird mit Butter eingerieben, geht auch auf Feuerplatte von beiden Seiten. Ganz einfach, super lecker. Ja, und ich fange am besten einfach mal an. Ich bin ja auch noch hier, ne? Du brauchst sowieso wieder länger. Also, also ich werde heute nämlich auch was machen. Entschuldige, Olli, dass ich dir die Zeit klaue. Ich mache ein Lobster-Cheese-Sandwich. Sehr geil, das werden wir gleich anfangen. Und ich mache ein Butter-Chicken-Sandwich. Auch sehr geil. Das werdet ihr sehen, wie das geht. Auch simpel, aber sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier quasi das ganze Gedönte hier, das werde ich gleich anrösten. Daraus mache ich meine Soße. Dazu gibt es ein paar geschnittene Möhrchen, klein und ein bisschen Zwiebeln. Und während ich das vorbereite, geht ihr zu Olli und der macht euch das Steak. Ne? Ja genau, ich habe hier das Steak-Sandwich. Wie man sieht, habe ich hier wunderschöne, dünne, extrem stark marmorierte Ribeye-Steaks. Richtig toll, Cap of Ribeye, schön das Fett dazwischen. Du hast Cap? Nein, ist beides natürlich. Das andere ist ja das Roastbeef, so nennt man das ja, das spitze Roastbeef halt. Und oben drauf ist das Cap of Ribeye. Wird gleich, wie gesagt, ungesalzen, ungepfeffert, so wie es ist. Einfach auf der Platte von beiden Seiten richtig kräftig angebraten, bis es schön ein bisschen kross ist. Also es ist fett genug drin, es wird auf jeden Fall auch nicht trocken werden, selbst wenn wir es quasi durchgaren. Das decke ich nur mal wieder ab, damit ihr nicht drauf kommt. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr viele Sachen. Und zwar hier Burgerbrötchen, da habe ich hier so ein Brioche-Bun. Das werde ich gleich buttern und gleichzeitig mit auf der Feuerplatte machen, weil das ganze Rezept ist in wirklich 5 Minuten fertig. Zack, zack. Das Ganze kommt natürlich noch ein bisschen was drauf. Habe ich hier eine leckere Tomate. Nehme da gerne diese Ochsenherztomate oder eine spanische oder italienische Tomate ist das, so eine Sorte. Warum nimmst du ausgerechnet die? Ja, schneide ich jetzt auf, dann wirst du es sehen. Ja, okay. So, und zwar, wenn man das hier gleich sieht, dann hat die viel Fleisch, ne? Groß, sehr viel Fleisch und wenig Flüssigkeit. Und es ist schön fest, ne? Richtig schön, genau richtig für Sandwiches, meine absolute Lieblingstomate. Wunderbar. Ein, zwei Scheiben brauchen wir da, wenn nicht. Die ist groß genug, eine reicht locker für einen Burger.
Also Burger und Sandwich, also in Amerika ist ja alles, was zwischen zwei Broten passt, ist ja ein Sandwich. Auch ein Burger ist im Prinzip ein Sandwich bei denen. Tatsächlich ist diese, ne? Ist ja diese Sandwich-Kultur mit dem Brot ist einfach da Amerika unerreicht, ne? Ja, absolut. Da haben wir in allen Varianten und wirklich wunderbar. Dann kommt dazu noch ein bisschen Salat, den ich jetzt, wo ich merke, gerade zu Hause vergessen habe anscheinend. Ach, da muss Salat. Ich mal gucken. Ein bisschen Petersilie und das war's dann schon. Hast du Salat dabei? Kein Salat dabei. Da muss ich gerne mal gucken. Wenn wir das nicht haben, dann nehmen wir nur Tomate, ein bisschen Mayo und ein bisschen was von meiner Hot Sauce. Das die muss sehr, sehr sein. Gut ist. Muss ich mal zeigen hier. Ja, sehr soll gern. Aber keine Werbung sein jetzt hier. Nein, ist keine Werbung. Nein, nein. Und das kommt alles hier drauf. Geht ganz easy. Wunderbar. Was hast du? Petersilie habe ich da. Petersilie habe ich auch da. So, schauen wir doch mal, wer dabei ist. Ja, Mike Nauck ist dabei, sagt Mahlzeit aus Essen. Der Mike Friedrich ist dabei. Der schreibt Hi alle zusammen. Norbert Grün sieht zu. Walter Ludwig. Buddy Malle. Sven Ewerts. Christian Münz. René Wittig. Christian Münz schreibt Hi zusammen. Lobster Sandwich, mega Idee. Heike Gessinger sieht zu. Susanne Scher. René Falke. Hallo alle zusammen. Salat vergessen, bester Mann, sagt der Mike. Ja, so ist das. Er ist ja nur die Deko, ne? Ja, eben. Wer braucht schon Salat? Aber trotzdem, habe ich schließlich extra gekauft. Ja. So, einmal kommt jetzt noch. Jetzt haben wir hier Möhrchen und Zwiebeln. Ich komme mit. Ich komme hier in meinen schönen Dutchie, der power richtig. Und dann kommt hier meine ganzen Zahlen dazu. Wir machen das mal. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Bisschen neblig. Aber ich denke, ja, es braucht, Entschuldigung. Dampf, Rauch, Nebel, alles. Manche werden jetzt schön einmal hier anziehen. Da schlafen wir einfach so ein bisschen. Oh, der hat wirklich Power. Ja, heute werden keine Gefangenen mehr. Mike sagt, Salat braucht kein Mensch. Eugen Lechow ist jetzt zu, sagt Moin Moin. Vielleicht ist Klaus Reiding wie zu. Das arbeitet jetzt nicht alleine, ich kann das Steak auch sehen. So, schauen wir mal. Schön, wie man sieht, 5 mm dünn oder so in etwa, von Hand geschnitten. Ja. Einfach hier drauf. Und das beste Geräusch der Welt wieder? Ja, beide kommen hier drauf. Wir lassen jetzt schön ankrossen, ganz einfach. Ja, das sieht super aus und es riecht schon wieder sehr gut. Ja. Komm mal hier rüber. Ja, kennst du dir? Meine Burgerband, dann nehme ich einfach meinen Pinsel. Bei den finde ich super, den habe ich gerade schon entdeckt, den finde ich ganz toll. Ja, die Butter habe ich geschmolzen, Pinsel habe ich neu, tolles Teil. Ja, der ist wirklich super. So, dann geht das natürlich, die Oberseiten natürlich auch mit auf den Grill. Einfach hier auf die Platte an der Seite. Hier nochmal reinhalten, schön. Schön anfassen. Der Klaus sagt Gruß an den Kollegen. Ja, bitte guten Gruß, Klaus. Thomas Eriksen fröhlich sich zu. Die Susanne Duser Scher sagt Hallo zusammen. Hallo. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht super aus. Ja. Schön saftig. Meine Lieblingskanne. In Pink. Finde ich auch ganz toll. Oh, müssen wir noch eine Sekunde warten, das kann ich nicht. Okay. Ralf, was machst du da jetzt gerade? Ich schneide jetzt das Bauernbrot. Ich habe ein richtig schönes Bauernbrot. Ja. Ich versuche das jetzt hier einigermaßen. Jawohl, das ist gut. Eine schön dicke. Einmal. Und das wird mein Lobster, meine Lobsterseiten links und rechts. Einmal, zweimal. Olivenöl drauf. Die werden gleich schön angeröstet. Was für Olivenöl nimmst du da? Ich nehme so ein Kocholivenöl. Kann man auch teures nehmen, wenn man will, aber das ist nicht teuer. Muss nicht sein. Das ist ein bisschen Geschmack, das reicht. Genau. So ein bisschen Olivenöl. So, jetzt gehe ich da zurück. Jetzt wollen wir mal ein bisschen spillen. Einen guten Schnaps, pass auf. Alle, alle. Schnapschen. Meine Burgerbox, aber schon hier. Sehr schön. Geil aus. Abbrechen. Los. Show Cooking mit ein bisschen viel Feuer. Los. So. So. Das Ganze wird ein bisschen jetzt hier. Mit. Oh, da kann er was drauf, Leute. Da geht noch was. Knapp geht auch, ne? Wunderbar. So, wir sehen mal hier in unsere Rib-Eye-Steak, wo wir schon mal dabei sind. Nochmal? Ja, so ja, wunderbar, das sieht geil aus. Ja, richtig frost. Ja. Ne? Jetzt nur noch ein paar Sekunden, dann können wir die auch schon runternehmen. Wir brauchen immer noch. So, das geht ja fix, ne? Ja,
So, warte. Ja, komm hier rüber. Ich komm rüber. Dann haben wir hier ein bisschen Mayo drauf. Zack. Mike sagt sauber, Bob. Hier oben auch ein bisschen Mayo. So, Fischsoße. Ein paar Tröpfchen Fischsoße rein, fertig. Hier, Tomatentime. Ich komm. Hier. Hast du drauf? Ich hab drauf, na, natürlich. Sieht dann nicht wunderbar aus. Und da sieht man ja die Tomaten, wie geil die sind. Ne? Ja, die sind super aus. Schöne fleischige Dinger. Die verbessern mir auch nichts hier. Kein Glibber drin. Ganz genau. Thomas schreibt, gut, dass ich gerade gegessen habe. Da tropft der Zahn. Grüße aus Schweden. So, hier kommt ein bisschen Zitrone rein noch. Hopp. Schwupp, Bio. Ja. So, ich nehme mein Steak mal hier runter. Das sieht aber wirklich fantastisch aus, oder? Ja, das sieht super aus. Ja. Angebermesser ist immer ganz wichtig. Das Angebermesser finde ich super. Ich muss das nochmal einmal zeigen. Mach nochmal für die Kamera. So, ganz toll, ja. So, jetzt hier rüber zum Beispiel. Jetzt kommen wir. Und sehr schnell gemacht, muss ich ja sagen. Eigentlich müsst ihr euch überlegen, da ist noch eine Scheibe Salat drin. Ja, die denken uns jetzt. Die denken uns jetzt. Genau. Ist auch genau die richtige Größe für das Brötchen hier. Ja. Ne? So. Das ist ja wirklich schnell und simpel. Ja, super Wahnsinn, easy, ne? Oder nicht? Oder jetzt mal ehrlich, also das sieht auch so aus, als wenn das echt schmecken könnte, ne? Ja, das wird schon schmecken. Ja. Hier die Soße nochmal. Was hast du für eine Kerntemperatur, Olli? Ja, hast du gemessen? Ist gut, ne? Ist warm, ja. Wir sagen, Pi mal Daumen ist warm. Ja, Pi mal Daumen ist nicht ganz so viel davon da drauf machen, weil wie gesagt. Da ist eine Soße drauf, ne? Ja, ein bisschen. Bei mir kommt jetzt ein bisschen Kokosmilch rein. Kokosmilch. So, nicht zu viel, alles gut. So. So, meine überstreiche ich jetzt mal eben. Dann kommt dann einfach hier so da drauf. Dann schneiden wir gleich mal durch. Und dann können wir das auch schon probieren. So. So. Ruhephasen brauchen wir jetzt nicht machen. Das Ding ist so dünn. Ne, das geht auch so. So, jetzt bin ich gespannt. So, und so sieht das aus. Ach, das sieht doch toll aus. Ist halt, wie gesagt, natürlich nicht Medium oder Rare oder sowas. Aber man sieht, wie saftig es ist. Und mit ein bisschen Salat sieht es jetzt auch noch richtig schön grün aus. Aber das sieht auch so toll aus. Aber ja. Jetzt, wo ich schon mal dabei seid und mir das Wasser im Mund zusammenläuft, beiß ich auch erstmal direkt da rein. Ja? So, bin ich gespannt. Rein. Auf euer Wohl. Und? Ja? Kann was? Mein Käse kommt. Sehr gut. Ist lecker, Olli. Super saftig. Okay. Super zart auch. Richtig. So, jetzt gucken wir mal hier. Dann nehmen wir da rein. Ja, ich guck mal mit, was wir jetzt mal. Gut. So, dann ein bisschen. Da drin. Oh, ihr seht, dass das schon eine schöne braune Schlotze ist. Ja, Schlotze ist immer gut. So, das sieht noch zu Frank Bernebach, Oliver Finnes und Alexandra Kohl. Hallo. Und hier haben wir so ein Cheddar-Gouda gemischt, den werden wir jetzt schön aufpoppen. Dann gehen wir jetzt hier ein bisschen rüber. Hier schmeckt es immer noch, ne? Mega gut, mega gut. So, hier haben wir den Hummer. Schön klein geschnitten. Das rühren wir jetzt durch, der kommt gleich da rein. Ach, guck mal, der Verlauf ist schon wunderbar. Das ist richtig. Ich kann noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Dafür habe ich hier eine Kokosmilch. So, nur ein Schluck, ne? Ja, dass es so ein bisschen schlotziger wird. Das ist mir noch zu fest. So, ich richte mir hier schon einen Chicken Teller an. Ja, richte den mal an. Ich probiere auch gleich. Ja. Definitiv, ne? Komm, sag mal. Super aus. Ja. So. Ich soll dem Mike den Rest für heute Abend mitbringen. Klar, Mike. Ne? Es gibt ja, genau, es gibt keinen Rest. Wir essen das alles auf. Ich Rest weg, aber es gibt keinen. Genau. So, jetzt Alexandra sagt Huhu. Hallo Alexandra. Hallo Alexandra. So, mal rein jetzt. So, ich komme. Schlotz, 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 Schlotz. Drei Seite. Einer das Ganze. Beim Brotrösten. So, was machst du jetzt? So, brauchst du da eine Minute oder kann ich dir erstmal was weitermachen? Hier ist das Brot drauf. Also, ich erkläre jetzt schon mal den Pimento Cheese. Pimento Cheese habe ich in Amerika gegessen, schmeckt super geil.
kennen hier leider die wenigsten oder gibt es zumindest nirgendwo zu kaufen groß. Ganz einfach. Bisschen Frischkäse, dann Mayonnaise. Machen wir da rein. Zack, ein bisschen mehr ruhig. So. Ganz easy. Dann kommt für mich immer ein bisschen Gewürz noch mit rein hier. Habe ich hier Taco und Burrito. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsgewürz. Also haue ich eigentlich überall rein. So, hier kommt ein bisschen Salz und Pfeffer rüber. Ein bisschen Salz rein. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer drauf. So. Und dann kannst du noch hier zurück. Ja. Okay. Ich komme. Ja, hier habe ich so eine Chipotle-Soße aus der Dose. Ist, glaube ich, von Lidl oder so mal gewesen. Hatte leider nichts anderes mehr zu Hause. Das ist halt Chipotle, sind natürlich Jalapenos, die geröstet und gesmoked sind. Da nehme ich jetzt einfach schon klein gemacht, was ganz gut ist für die Soße. Nehme einfach mal so ein, zwei Löffelchen hier rein. Denn ich mache noch frische Chilis rein. Und zwar hier rot-grün. Ah, rot-gelb. Ne, rot-grün nehmen wir. Einfach ein paar Ringe. Was sehr schön passt, sind auch Lauchzwiebeln zum Beispiel. Aber Chilis müssen sein. Der ganze Käse ist hinterher oder der sollte hinterher auch wirklich schön scharf sein. Ne? Pimento, Chilis, also würziger Käse, das muss schon sein. Das ganze Fett in dem Käse nimmt wieder unglaublich viel von der Schärfe raus. Deswegen muss das schärfer sein, als man im ersten Moment denkt. Mike ist ganz entsetzt übrigens, dass er nichts abkriegt. So, das hier, das rühren wir jetzt erstmal ein bisschen zusammen. Ich rühre zusammen hier. Eine Minute rühren. Da drüben geht's weiter. Okay, kommt zu dir. Ja, die Sonne kommt auch raus. Ja, herrliches Wetter, ne? Man kann hier nicht meckern. Ach, sieht schon anders aus. Alexa Bisa sieht noch zu. Erwin Doms, Kai Wagner. Kai sagt, das schaut fantastisch aus. Grüße an alle. Ja, hab ich den. Nur ein bisschen. Nee, noch gut. Sven Schurig sieht zu. Hallo, hallo. Warte, wie war das? So ist er, ne? Und so ist er. Sehr gut. So, dass ich die ausgeklang. So. So sieht's aus, da. Wenn, ja, die großen Jungs, wenn die großen Jungs essen gehen. Ach, das sieht fantastisch aus. Und es riecht auch wieder sehr gut. Ja, Hummer und Käse passt tatsächlich zusammen, ne? Definitiv. Man muss sich also ein bisschen davon trennen, dass es ein Luxusgut ist und man darf ja nur zu, ne, mit, das darf man so mit Champagner trinken und darf ja nichts machen. That's it. So, das ist er. So sieht es sehr, sieht es doch sehr bodenständig aus. Ja, das sieht super aus. Definitiv. Wow. Einmal anrichten. Oliver Wendt sieht zu. Ja, sehr schön. So ist er. Sieht geil aus. Boah, Hammer. Geiler Scheiß. Oh, Scheiß. Die ersten Wespen sind schon da. Guten Tag. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ich habe keine Zeit zu machen. Ach du Armer, ich auch nicht. Okay. Hier ist jetzt meine zusammengerührte Lumumpe. Und da kommt jetzt natürlich noch ein ordentlicher Käse rein hier, der Cheddar-Käse. Ich habe jetzt natürlich nicht irgendein Maß gemessen oder sonst was, das kommt einfach da rein. Und gleich entscheide ich einfach, ob da ein bisschen Mayo reinkommt oder nicht. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen cremiger ist als im Original. Dann lässt sich das besser verstreichen. Und wenn er kalt ist aus dem Kühlschrank, dann ist er halt sonst so fest. Mike's Barbecue sagt, mega knifft der Bob. So, danke schön. Mal noch einen Ticken mehr Mayonnaise rein. Boah, ist ja geil. Hammer. Ja. Gib mir selber wieder einen. Zack. So, ja, man muss auch schon mal stolz auf sich sein. Ja, ne? Das ist richtig. Das ist richtig. So. So. So muss halt aussehen für mich. Schön cremig. Was ist das? Pimento Cheese. Ah, okay. Warte mal, ein bisschen ersten Tag hier. Mike heute, Oliver Trierscheid sieht zu. Hallo. Hallöchen. Hi. So, jetzt muss ich natürlich auch mal schnell probieren. Das sollte ruhig ein bisschen scharf sein, das muss schon. Und? Ist scharf. Mhm. Ja? Kommt hinten raus. Okay. Wunderbar. Aber ich mache noch ein bisschen was von dieser Suppe hier rein. Ein bisschen mehr Rauchgeschmack. Ein bisschen mehr Schärfe. Passt gut. So. Das, man kann es theoretisch auch mit einem Mixer machen, aber dann ist die Struktur von dem Cheddar-Käse so schnell zerbrochen. Da hat man nur noch so ein cremiges Zeug und ich möchte gerne, dass der Cheddar quasi noch in Einzelteilen so sichtbar ist. Ja, den sieht man noch gar nicht. Sieht man noch gut, ne? Ja, doch. Ja. So, und ich kümmere mich jetzt hier um meinen Butter Chicken. So, dazu nehme ich einfach hier die Viecher, ne, die Unterkeulen oder Oberkeulen. Unterkeulen oder Oberkeulen? Unterkeulen, ne? Oberkeulen, Unterkeulen. Hinterkeulen. Ja, so, und die werde ich auslösen. Ja? Das heißt, die löse ich aus. Ohne Knochen quasi. Blaine Berryman dazu. Hast du das schon mal gemacht?
Sieht man doch, oder? Gemacht, da ist es, mein Freund. Ja. Ne? Ja. Und dann mache ich mein schönes Butter Chicken Sandwich daraus. Dieses Fleisch nehme ich sehr gerne, weil es hammersaftig ist. Nicht so ja. wie die Brust. Super viel Geschmack. Ne? Viel Geschmack, es ist megamäßig saftig. Deswegen liebe ich diese ausgelösten Keulen. Ich esse die auch gerne mit der Keule, aber jetzt auf dem Sandwich ist es ein bisschen blöd, wenn man da reinbeißt. Und dann beißt man auf den Knochen. Also dann denkt man, es ist ein Finger, ne? Und dann ist es blöd. Markus Janser sieht noch zu, Jeff Collette. Die Kiste aber auch, wenn ihr das nicht machen wollt, die kriegt ihr aber auch schon ausgelöst, ne? Wenn ihr wollt. Beim Metzger des Vertrauens einfach fragen. Ja, ja, ein türkischer Metzger hat sowas in fünf Varianten immer da. Immer da, kostet aber auch das Doppelte bei denen. Ja gut, aber... Die heißen dann da tatsächlich Hähnchenkoteletts. Ja, genau. Obwohl sie ja gar keinen Knochen haben. Also essen sie eigentlich Hähnchenschnitzel heißen, obwohl Hähnchenschnitzel wiederum was ganz anderes ist, so dass wir einfach in der Bezeichnung immer wieder falsch sind. So. Zack, zack, zack. Ja, wenn du da weiter rumschlachtest, kann ich mal schnell meinen Sachen weiter. Du kannst da rumschlachten, ich werde die jetzt einfach hier auf mal... auf den Grill schmeißen. Warte, ich guck einmal. So. Zack. Zack. Warte, muss einer zeigen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Warte, ich komm rüber. Ich habe jetzt hier mein Weißbrot. Ein schönes Brioche-Brot kann man sehr gut nehmen. Ich habe jetzt hier so einen Stuten genommen. Da nehme ich jetzt einfach was von meinem Pimento-Cheese. Sagt, man kann den fester machen oder sagt, ich mag den lieber, wenn er so ein bisschen weicher ist. Wenn ich den jetzt 2 Stunden im Kühlschrank lege, dann wird er sowieso wieder fester. Ne? Aber so ist er für mich top, weil ich den auch gerne als Dip benutze. Also für Cracker oder so ist das auch klassisch. Super tolles Zeug. Auf dem Burger ist das super gut. Ne? Auf jedem Sandwich, kalt, warm, einfach Köpfe. Kann man auch, wie gesagt, warm, als warmen Dip machen. Aber sagt so, wir werden das jetzt ja gleich angrillen auf der Fläche und dann passt das wunderbar. So. Achso, dann habe ich hier noch ein bisschen diese eingelegten Jalapenos. Ne, so ein bisschen was Saures passt dann ganz gut dazu. So, Pickles. Sind die auch eher scharf? Die sind ein bisschen scharf, aber okay. Nicht so scharf. Aber das ganze Sandwich kann ja ruhig ein bisschen Pep haben. Ne, wir kochen ja hier nicht für Mäuse. Ja, das stimmt. So. Nur für Sarah-Maus. Genau. So, so. Zack, zack. Wunderbar. Jetzt kommt die andere Scheibe natürlich oben drauf. So. Jetzt hole ich mal wieder meine Butter. Mal in der Zeit, was du jetzt hier machst. Ich habe ein paar Zuckerschötchen, die ich hier mache, und ein paar Soja. Nicht Soja, Bambus. Keime. Nee, Bambus. Einfach Bambusreifen. Die werde ich jetzt auch abgrillen auf der Platte. Okay. Die kommen dazu. Mit. So. So. Ich bepinsel mal hier schnell. Mit diesem super Pinsel, also ich brauche den auch, der ist toll. Der ist top. Der ist super. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und dann geht das jetzt auf die Platte. Allerdings nicht bei höchster Power, sondern schön ein bisschen an der Seite. Das reicht nicht. Der Paul sagt, und falls wir an Duisburg vorbeikommen, ne, dann auch was zu ihm bitte. Ja, machen wir, Paul. Bitte schön. Kannst du eigentlich auch Feuer, oder kommt man nicht hier nicht das? Nein. Nee. Gitarre, das kommt am Feuer, oder? Nach unten. So, man sieht, ich war früher mal Maurer. Ein bisschen hier beiarbeiten. Ja. Zack, wunderbar. Ja, auch. Schön aus. Und jetzt kommt oben drauf auch noch Butter, weil ich werde es ja gleich nochmal drehen. Der John Louis Kind sieht noch zu, Marco Piers und Alessio Monti. Herzlich willkommen. Ein toller Pinsel, ich bin begeistert. Ja. Oh, oh, oh. Ja, das ist ja, weil ich wirklich richtig gut grillen kann, da muss man wirklich ein bisschen Show machen können. Ne? Hab ich das von dir gelernt? Vom Besten gelernt, ganz klar. Ja, vom Besten schon, wenn das für dich. Ja, das ist klar. Ja, das soll jetzt ganz langsam so 5 Minuten, 6 Minuten insgesamt vielleicht ein bisschen ziehen. Ja, wir drehen es mal gleich um und gucken mal, wie es geworden ist bis jetzt. Elisio sagt Feuer frei, Jungs, lass es krachen. Hier kann man ja nicht wirklich so Temperatur messen, aber das sieht super aus. Ja, ja. Sieht aber jetzt schon richtig gut aus. Ja.
Ne? Und der Käse soll innen drin natürlich auch weich werden. Ne? Richtig top. Ja. Ach, das sieht nicht nur gut aus, das riecht auch geil. Ja, brauchen wir kein Toast dafür, ne? So, Mike's Barbecue sagt, geil, Olli, so muss das zusätzlich noch angegrillt. Klasse. Mega gut. Na, oh, hier. Marco sagt, sehr schön, gelernt ist halt gelernt. Ja, ne? Bisschen Cemento-Kies noch gelernt. Drehen wir nochmal um die Dinger. Ja. Also hier kann auch ein bisschen gleich. Ja. Ne? Der sieht schon gut aus. Aber das sieht gut. Das sieht ja, gut. Das da muss man natürlich gleich aufpassen, wenn man da reinbeißt. Die Dinger sind nicht nur scharf, sondern auch richtig verdammt heiß. Da verbrennt man sich schön schnell die Schnute. Ne? Also aufpassen. Gut zu wissen. Ne? 2-3 Minuten Ruhephase tut dem Sandwich ganz gut. Hm? Ja. Riecht sehr gut. Ja, riecht super. Ich freue mich gleich schon, das probieren zu dürfen. Ja. Das wird richtig gut. Drehst du nochmal um die heißere Stelle hier. Ah, guck mal, so sieht das gut. Top aus. Steve van Grubert sagt, sau lecker. Ja. Hallo. Mario Schomba sieht zu. Hallo. Ach, die sehen auch schon super, ja, guck mal. Ja. Ab rein. Na, reif unser Mädchenfleisch, das macht er gerne. Das Mädchenfleisch? Ich liebe Mädchenfleisch. Ja, ich auch, wenn es Bikini an hat, oder? Wenn es ein Bikini an hat, das Mädchenfleisch. So, hier habe ich meine... Warte, komm mal rüber. Meine Butter Chicken. Klaus Möhring sieht auch zu. Soße. Das ist jetzt nochmal Kokottschmilch, ne? Butter-Chicken-Paste. Das Ganze schön verrieben. Ich muss das nochmal einmal hier. Ah, okay. Jetzt hole ich nochmal das erste Sandwich mal runter hier. Wie der Käse natürlich weich geworden ist in der Stelle. Ne? Lege ich jetzt aufs Brettchen und dann kann er erstmal 2-3 Minuten ruhen. Ja, besser ist das, wenn er sagt, das ist so heiß. So. So. So, jetzt komme ich mal zu dir noch rüber. Hast du nicht noch die Hummerlumpe reingelegt? Oh, wie ist das gut. Wow. So, warte mal. Kann einmal so. Ach, ihr müsstet das riechen. Also, definitiv. Da kann man nicht leckern. Hat er versaut. Ja. Ja. Ach, die geht doch wieder sauber. Aber geht wieder weg. Alles gut. So sieht's aus. Hier unsere Sandwiches, die lasse ich wie gesagt noch 2-3 Minuten ruhen, weil die sind echt wirklich knüppelheiß. Und dann habe ich hier Hummerfleisch vom Ralf. Hat er mir freundlicherweise mit ausgelöst. Ja. Da machen wir jetzt noch ein zweites Gericht draus. Und zwar eine Lobster Roll. Eine Lobster Roll ist so eine Art Hotdog. Allerdings die Premium-Variante mit Lobster drin. Mayonnaise mache ich da gerne mit Mai. Ist quasi so ein kleiner Salat. Dazu kommt hier so ein bisschen Petersilie, frische. Die schneide ich gleich klein. Zack, hier. Und ein bisschen Koriander. Ich persönlich liebe Koriander. Für mich schmeckt das auch nicht seifig. Für mich kann das echt ordentlich was bei sein. Ne? So, während du das machst, baue ich jetzt hier den Kollegen zusammen. Ja, baue du mal den Kollegen zusammen. Eliseo sagt, schöner Hut, Bob. Wann sehe ich euch in die Fuchswaldhütte? Mal sehen. Mal sehen. Ach, sieht toll aus. Der Marco sagt, früher müssen die Nachbarn aber tapfer sein bei den Gerüchen oder klettern die schon über den Zaun. Nee. Die Security hält uns. Genau. Komm raus hier. Platz raus, perfekt. Und der Deckel da drauf. Sehr, sehr geil. Eine kleine Portion Sandwich für 1,49 Euro.
Guck mal hier. Toll. Ja, mega. Maike, was sagst du? Ja. Vielleicht bleibt ja was übrig für dich. Eventuell, man weiß es nicht. Daniel sagt, oh nein, Anfang verpasst, scheiße. Kann man ja nochmal neu gucken, ist ja kein Problem. Ne? Genau. Alexandra sagt, da läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. So. Daniel sagt Hallihallo vom Grill weiter. Und Bastelspezi. Hier geht's weiter. Okay. So, der kann erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe hier meine Mayonnaise, Koriander und Petersilie, grob geschnitten, das reicht mir so. Wieder ein bisschen was von meinem Gewürz. So. Oh, die kannst du auch hören. Da kann nicht mehr besser werden. Kann nicht mehr besser werden, meinst du? Ja. Das ist alles jetzt noch sicherlich. Da rühre ich jetzt einfach um. Das rennt auch nicht mehr der Lobster. So. Ja, wenn wir in Amerika sind, der Thorsten, mein Teamkollege und ich, wir sind der totale Lobster-Roll-Fan. Wir sitzen den ganzen Tag im Auto und fahren da in der Gegend rum wie die Doofen, wenn wir da im Team drüben sind. Und dann gucken wir die ganze Zeit, wo gibt es das beste Lobster-Roll in der ganzen Stadt. Für das beste Lobster-Roll habe ich hier, wie gesagt, den Hummer. Den werde ich jetzt gleich nochmal mit ein bisschen Butter angrillen. Dann kommt der heiß hier rein, wird vermischt und das Ganze kommt dann hier auf mein Hotdog-Brötchen. Die finde ich auch sehr interessant. Ja, die habe ich heute so zum ersten Mal gesehen. Tipptopp, wenn die auch. Die sind sehr soft, das finde ich super. Genau, die werde ich jetzt komplett mit Butter einpinseln und dann werden die auch warm gemacht und dann bleiben die auch schön soft. Ja, das mache ich jetzt als erstes. Wo ist meine Butter? Wo ist meine Butter? Da. Wieder mit dem Superpinsel. Genau, einfach hier so rein. Ne? Zack, zack. Aber auch von außen. Mein Mike sagt, ohne Essen lässt er mich zu Hause nicht rein. Na toll. So. Ja, muss ich jetzt leider was mitnehmen. So, schön butterig. Dieses komplette Einbuttern habe ich übrigens von meinem Kollegen Klaus. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch zusieht. Klaus, ich will es nicht, ich sag's nicht gerne, von dir kann man echt was lernen. So. Das lege ich jetzt einfach hier so ein bisschen außen dran, damit das ein bisschen warm bleibt. Ja, warm wird. Ne? Ganz einfach. So. Mike Kuhnert sieht noch zu und der Daniel sagt, hab mir gestern noch den Texas Steak Pfeffer gekauft. So, und hier lege ich jetzt meine Butter drüber. Dann Lobster da rein. Kann ich ein bisschen warm bleiben. Mehr braucht er nicht. Ich bin warm. Ja, das ist auch. Man kriegt auch so weit. Das braucht ja Power. Ja. Also, ein bisschen von allen Seiten so ein bisschen. Ah, sehr gut. Ja, ich bin ja da, Olli. Ja, gut, das macht dir keine Sorgen. Ja. Ich guck mal, dass hier nicht alles mehr. Man sieht schon, das ist richtig schön weich geworden jetzt hier. Von der Butter durchzogen. Tipptopp. Wenn man den so einweicht, dann bricht er auch nicht so schnell auseinander. Das ist also wirklich ganz gut. So. Dann nehme ich jetzt mal Brot hier mal runter. Das ist schon mal gefangen, ja. So. Das hier von einer Seite noch mal leicht antrocknen. Willst du mal salieren? Was will ich das? Womit hast du das? Was hat er denn da? Das ist Cognac. Wir machen ein bisschen Cognac. Wir machen heute ein bisschen die edlere Edelvariante. Ja. Muss doch rasiert werden. Ja. Haare auf der Arme sind dann auch vergangen. Genau, wollte ich rasieren. Toll. Gleich das Epilieren heute Abend gespart. Ja, sehr gut. Davor ist es nicht vorne. Alles gut. Ja, sieht aber wohl richtig schön aus. Das kommt jetzt hier in meine Schale rein. Mit der Mayonnaise, den Kräutern, alles da rein. Das ist quasi mein Dressing. So, komm hier mit rum. Komm rum, ja. Komm rum. Jetzt mische ich das da schön zusammen. So. Angie Schumann sieht noch zu, Björn Drüchtmaler. Björn! So. Ist der Björn eigentlich schon auf Mallorca? Der wollte doch jetzt langsam los, ne? Oder? Ich weiß nicht. So, dann hier mein Brötchen. Glaub nicht. Björn, bist du schon auf Mallorca? Fragezeichen. Oder nee, war ein anderer Björn, tut mir leid. Ach so, der wollte, vielleicht wollte der auch nach Mallorca. Nee, nicht. So, hier die schönen Stücke da rein. So, wunderbar. Man sieht, dann, ein Hummer reicht gerade mal für eine ordentliche Rolle. Ne? Dann kommt da natürlich noch ein bisschen frischer Koriander oben drüber zur Deko. Zack. Der Koriander ist natürlich, wenn man den nicht mag, lässt man den einfach weg. Man kann Koriander wenn wir das so sehen, wenn nichts mehr geht, dann gehen wir in die USA machen und dann kaufen uns einen Streetfood-Wagen und machen Streetfood. Ne? Komm hin. So. Das hier ist mein Lobster-Sandwich. Ja, das geht auf jeden Fall. Ne? So. Aber gesagt, hallo, ihr Lieben. Das Käse-Sandwich müssen wir auch noch anschneiden. Ne? Wo ist mein Käse-Sandwich-Messer? So. Ich finde ja Toast auch geil. Ja, ne? Ja, so. Boah, immer noch ganz weich. Einmal hier. Immer gefährlich beim Beißen. Ich esse mal meine. Guten Hunger. Ich esse jetzt mal meine Lobster. Mein Lobster-Sandwich. Und? Und? Gut? Hammer. Hammer. Also,
lieber zum Beispiel das Brot, das ist dann wichtig. Ein geiles, das ist ein toll, tolles Bauernbrot zu nehmen. Das macht schon mal alles doppelt so geil. Sehr gut. So. Mein Sandwich. Legen wir da hin so. Sehr geil. Dass man sieht, schön weich. Ja. War total eingesaut jetzt. Mega. Machen wir die Teller sauber. Meine Lobster Roll. Okay, was haben wir? Mein Sandwich. Guck mal, von einem Lobster Roll. Sandwich. Dein Sandwich. Ja. Nein, das ist. Und hier, guck dir, das sind immer jetzt immer noch richtig. Ja, sieht man noch mal aus. Ja, das ist mein Essen für heute. Alexander sagt ein Träumchen und Daniel sagt Yummy. Dann haben wir hier noch die Lobster Cheese Sandwich und dann haben wir hier das Butter Chicken Sandwich. Auch beides. Sehr geil. Fünf tolle Streetfood-Gerichte aus den USA, die man nicht an jeder Straßenecke bekommt, ne? Aber geil sind. Ja, Olli, haben wir noch was? Ich glaube, soweit ist das mal gut. Wir müssen essen, ne? Du musst ja, wir müssen essen, genau. Du hast Petersilie im Gesicht. Ja, sieh den, da links. Der Mehmet sagt, er kommt gleich. Hi Memo. Genau, alles gut. Okay, dann würde ich sagen, war das das für heute wieder mal. Tut uns auch leid. Genau, mach weg. Genau, jetzt die Petersilie weg. Die Petersilie ist weg. Das ist zu viel Petersilie auf Dauer ist auch schädlich. Ja, die Schönheitsbeauftragte hat ja. Genau. Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne liken, gerne teilen. Ja, unbedingt. Sagt, was ihr davon haltet und was ihr vielleicht beim nächsten Mal sehen wollt. Viele Kommentare drunter, was ihr noch haben wollt an Themen. Wir haben Ideen, aber wir verraten die noch nicht. Ganz genau. Wir sehen uns dann demnächst wieder auf diesem Kanal. Danke, dass ihr dabei seid. Bis demnächst. Die Fabulous Patsy Podcast. Olli und bis bald. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Wir essen ein bisschen. Ist ja genug da.